hier ist wieder Tombi und wir spielen wieder mal ein bisschen Star Wars XCOM 2. Und zwar machen wir einen weiteren Einsatz. Heute haben wir mal wieder ein gemischtes Team dabei. Halt teilweise die richtig guten Leute, ne, mit Tab und Cody, die sind sehr weit hochgelevelt. Aber auch Leute dabei, die sind schon ein bisschen dabei und ich muss die auch ein bisschen hochpushen. Und zwar Seth und Crosshair. Wir haben einen mittelschweren Auftrag. Beim letzten Mal haben wir leider versagt bei dem mittelschweren Auftrag. Heute machen wir es aber, glaube ich. Heute habe ich ganz gute Gefühle dabei, dass wir das hinkriegen. Auf geht's, Leute. Auf geht's, liebe Leute. Wir müssen wieder mal irgendein VIP erledigen. Irgendeine besondere Einheit müssen wir weghauen. Und die landen sehr, sehr komisch. Aber hey, alles klar. Dort irgendwo ist er, der VIP. Den schnappen wir uns schon. Es wäre ja wohl gelacht. Und dann hier exfiltrieren. Alles easy. Weiß genau, was ich zu tun habe. Noch sind wir übrigens getarnt. Warte mal, warum sind das jetzt hier böse Zivilisten? Oder was soll das heißen? Wenn ich da hingehen würde. Oder schreien die dann rum und deswegen würde man aufgedeckt werden. Naja, noch sind wir auf jeden Fall getarnt und können uns erstmal so ein bisschen nach vorne schleichen. Toll, dass man da irgendwie nicht hochkommt ohne. Naja, gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt wen entdecken. Wir werden ja, irgendwann müssen wir ja Feindkontakt kriegen. Ja. Ah, noch sind wir getarnt. Noch sind wir getarnt. Okay, wir können erstmal alle unsere Leute positionieren. Das ist doch ganz gut. So, Leute, ich habe eine richtig tolle Kampfposition eingenommen. eine Reihe. Es ist taktisch sehr, sehr klug, behaupte ich. Es sei denn, es kommen Granaten und Explosives, dann ist es sehr, sehr schlecht. Aber ich behaupte, das passiert nicht. Okay, wir könnten jetzt noch ein Stück nach vorne. Wir haben hier sowieso die Sniper-Boys, ne? Crosshair könnte ganz gut treffen. Tab kann sehr, sehr gut treffen. Okay. Ich würde sagen, wir schicken einfach Cody. Wo kann denn der noch hin? Ich würde sagen, wir schicken einfach Cody noch ein Stück nach vorne. Seth. Lassen wir den da sitzen oder schicken wir den auch noch nach vorne, ist die Frage. Chef kann da eine Granate reinpfeffern, oder eigentlich? Ja, so machen wir das. Wir setzen alle auf Feuerschutz und hauen die Granate da rein. Alright, mal gucken. Wir ziehen dem einen auf jeden Fall, oder wir ziehen beiden ganz gut Leben ab und nehmen dem einen die Rüstung hoffentlich weg. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Und jetzt ist die große Frage, ob die natürlich wissen, wo wir sitzen. Erstens, oder ob wir verborgen bleiben. Aufgedeckt, aufgedeckt. Okay, alle wurden aufgedeckt. Aber jetzt kommt das große Fest, Leute. Alle auf Feuerschutz. Und die stehen schön offen. Jetzt knallt die alle weg da. Komm, du bist Scharfschütze, mein Freund. Yes! Aber der ist entkommen, oder was? Okay, aber den anderen können wir noch kriegen. Nein, daneben? Ah, nee, er trifft. Okay, ich sah erst so aus. Danke. Weil er gar keine Reaktion hatte. Okay, bin ich sehr zufrieden mit. Einen haben wir noch, den da unten. Der soll ruhig seinen Gedankenexplosionskram machen. Alles gar kein Problem, Leute. Oder haut der nur ab? Was ist das für ein feiger Hund? Der ist abgehauen. Ja, alles klar, Leute. Wir schicken erstmal wieder unsere Leute nach vorne. Der Gegner ist sowieso abgehauen, was mich echt verwundert. Das kenne ich so gar nicht, das Verhalten von denen. Da läuft er wieder. Was macht denn der? Jetzt ist er hier irgendwo in dem Bereich, ist er. Aber ich verstehe seine Taktik noch nicht so ganz. Versucht er irgendwie Hilfe zu holen? Ah, warte mal, wir haben Gefechtsscanner. Wir haben so ein Ding, was so Leute aufdecken kann. Bringt das jetzt was in dem Moment? Hätte ich vorher machen sollen. Das ist jetzt ein Fehler eigentlich. Egal, wir machen das trotzdem mal. Einfach, weil wir es können. Da ist er, okay. Siehst du mal, das deckt jetzt so Leute auf. Und dann kann man die abknallen im Normalfall. Jetzt stehen meine Leute wahrscheinlich nicht so, dass sie den abknallen könnten. Nee. Ja, ein Tab wird auch nicht so stehen, nee. Er könnte hier höchstens durchs Fenster irgendwie. Ja, das klappt einfach nicht. Jetzt haben wir aber gar nicht gesehen, wo er hin ist. Es hält auch nur eine Runde, dieser Gefechtsscanner. Das ist bitter. So, gucken wir mal, ob wir ihn sehen, wo er hingelaufen ist. Nee. Au, wir sehen andere Gegner. Sehen die uns auch? Ja, die sehen uns auch. Jo, die sehen uns auch. Okay. Da hinten ist er noch sogar. Da hinten war er sogar noch. Wenn wir es jetzt schaffen, irgendwie... Wir müssen den Schlangenmann töten. Ich habe gar keine Lust auf diesen Schlangentypen. Warte mal, Tab kann eh nichts machen, oder? Nee, Tab kann nichts machen. Das heißt, Tab kann eine Granate werfen. Dann können wir besser hinstellen, dann kann er eine Granate schmeißen. Okay, hier vorne kann er einfach hin. Da ist immer noch so eine kleine Ecke, wo er sich dran stellen kann. So, und jetzt wirft er mal die Granate hin, mein Freund. Dann sprengen wir den Typen da hoffentlich aus seiner Deckung raus, weil den Schlangentypen habe ich gar keinen Bock drauf, Leute. Aber so überhaupt nicht. Mit diesem vergiften Kram und so, das ist schrecklich. Seth kann den treffen. Was kann denn Crosshair? Crosshair kann den oben treffen für 52. Das ist nicht gerade gut, ne? Aber
Besser als nichts. 95% von Cody. Die nehmen wir. Gestreift. Schade. Okay, Seth. Setzen wir den jetzt daneben. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? Wo kann man den denn gut hinstellen? Der steht halt jetzt auch super offen so, ne? Der kann den Schlangentypen nicht treffen. Das ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Obwohl er da steht. Wir versuchen das anders. Kann er... Ja. Aber das tötet nicht. Nee, das kann man nicht machen. Oh, Cody darf nochmal schießen. Never mind. Never mind. Er, darf, er ist ja so ein Supersoldat. Ja, nice. Weg mit ihm. Ja, so ist ja alles super. So ist alles super. 57. Okay. Den sprengen wir da auch nochmal raus oder so, würde ich sagen. Den Typen. Ja, so sitzt die ganz gut. So müsste eigentlich die Deckung gesprengt werden. Ich denke es zumindest. Und dann müssten wir den eigentlich mit Crosshair richtig schön da raussnipen können, den Typen. Jo, der ist runtergefallen. Auch nicht schlecht, okay. Aber jetzt hat er wieder eine Deckung. Er fällt einfach von oben runter, hat keine Deckung mehr und hat dann wieder eine neue Deckung. Wenn wir jetzt treffen, ist gut. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Ne, wir treffen sogar. Nice. Okay, der Gedankentyp da hinten lebt aber immer noch. Müssen wir uns merken. Aber warte mal, jetzt versuchen wir das auch mal auszunutzen. Wir schicken ihn nach vorne und schmeißen nochmal unseren Gefechtsscanner da jetzt hin irgendwo. Kann ja wohl nicht sein. Der haut immer nur ab, der Typ. Gefällt mir irgendwie nicht. Der ist nicht mehr dort. Okay, komm, wir ignorieren den und gehen jetzt zum Ziel, wo wir hin sollen eigentlich. Das ist ja auch mal was wir machen können. Was macht denn der Typ? Der Idiot! Ist das überhaupt ein... Das ist... Männer 1-5, Zielidentität bestätigt. Männer 1-5, wir sind hier, um die VIP zu sichern. Schlagen Sie sie nieder und bringen Sie sie mit. Ach so! So ein Ding ist das! Ja, kann ich jetzt noch alle da hinziehen? Man kann die auch einfach abknallen. Wie geil ist das denn? Ja, man soll die Niederknüppel dann mitnehmen. Okay, wir schicken erstmal alle in die Richtung. Ich hoffe, das geht. Weil ich kenne doch diese Mission. Weil wir beim letzten Mal auch schon. Ich kenne doch diese Dinger. Oder beim vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr. Wenn man jetzt irgendeine Aktion durchführt. Das sind Cody, die tragen. Wenn man jetzt wieder eine Aktion durchführt, dann, ja, kommen wieder Verstärkungstruppen und so. Ich kenne das doch so. Überwältigen. Okay. Das ist ja echt... Jetzt kann der die nicht tragen. Mein Gott, jetzt muss der Nächste dahin. Was, wie dämlich ist das denn bitte? Ja gut, wir warten noch eine Runde ab. Ganz einfach. So, wir warten noch eine Runde ab und dann nehmen wir das Ding, genau. Dann nehmen wir die Person hoch und... Ah, okay, jetzt kommt schon hier die Verstärkung. Ah, die kommen eine Runde zu spät, Leute, weil ich kann sie schon hochnehmen. Ja, wir heben die jetzt nur noch auf und hauen die jetzt nur noch ab. Alles gut. So, komm mal ran hier. Und weg. Na gut, die Einheiten werden safe abgesetzt. So schnell komme ich da nicht weg. Will aber außen rumlaufen. Ich habe gar keine Lust, jetzt im Innenraum auch noch zu gucken, ob da irgendwo Gegner sind. Das wäre mir zu riskant. Aber wir können hier hinter die Säule, ne? Ja, das ist ganz gut. So, die anderen kommen auch relativ gut in Deckung, denke ich mal. Oh, entdecken wir hier auch nochmal Gegner. Aufgedeckt. Schreit, aber ich sehe keine Gegner laufen. Das sind wieder nur Zivilisten oder was anscheinend. So, die anderen beiden kommen hier auch in Deckung. So, jetzt natürlich die Frage, was da jetzt so abgesetzt wird und was die jetzt so machen, weil Cody steht noch einigermaßen offen, aber ich bin guter Dinge, dass wir da irgendwie rauskommen, Leute. Oh Mann, da ist sofort wieder ein AT-RT. Ist das ein Flammenwerfer-Typ, der mit Rot? Ich weiß es nicht genau. Da sind sie! Der hat einen Raketenwerfer, der in Rot. Feuerschutz, das ist nicht gut. Okay, den müssen wir gleich den Feuerschutz wegnehmen. Aber wie? Splittergranate. Wir können dieses Feuerschutzding nicht wegnehmen. Ah, das ist alles Mist, Leute. Er kann gar nichts machen, außer rennen. Okay. Ja, ey, wir müssen es riskieren. Ich hoffe, Cody wird jetzt nicht durch den Feuerschutz getroffen.
wie der das so lange humpelt, ey. Komm schon, weich aus irgendwie. Jawoll! Ja, somit kommen wir auf jeden Fall raus. Ich glaube, das dürfte jetzt fast gewesen sein, Leute. Sofern da unten jetzt nicht auch noch welche sind, alles easy. Nächste Runde können wir raus hier. Die kommen mir nicht hinterher, das schaffen sie nicht so schnell. Ja, oh, da sind noch mehr. Alles klar, er rennt durch die Wand durch. Solange der jetzt hier nicht irgendwie Gedankenkontrolltricks macht. Aber das geht nicht über so eine Distanz, oder? Moving. Moving. Der schießt nochmal? Jo, danke. Gib mir einen mit über die halbe Map. Alles klar. Damit alle Leute verletzt sind. Vielen lieben Dank. Danke sehr dafür. So, und raus hier, Leute. Alle evakuieren, alle evakuieren und weg. Raus aus der Mission. Ist eigentlich perfekt gelaufen. Bis zu dem Moment, wo auf einmal der AT-AT noch über die halbe Map mir kurz vorm Exfiltrationspunkt einen mitgibt. Es werden ein paar Leute irgendwie verwundet sein. Ja, zwei Leute verwundet. Das ist ein Witz. So, Boys, da haben wir's. Wir werden mal gucken, wer leicht verletzt ist. Das ist aber wirklich ein Witz gewesen, dass der da über die halbe Map so in unsichtbaren Bereich noch reinschießt. Sogar einer richtig verwundet. Das ist ja echt sehr lächerlich, ey. Das war ja echt lächerlich. Naja, gut. War trotzdem eine erfolgreiche Mission, das ist doch sehr schön. Feindliche VIP geborgen, aha, okay. Imperiumspack. Ja, ist alles gar nicht so schlimm. Ein Tag verwundet ist Crosshair, zwei Tage verwundet ist der gute Seth. Also von daher alles nur halb so wild. So, nehmen wir noch Zielsicherheit mit bei dem guten Crosshair, damit der auch so gut wird wie Tab in der Zielsicherheit. Und ich würde sagen, damit war's das. Vielen lieben Dank natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.